Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. Oder einer neuen Aufnahmesession von Let's Play. Another Brick in the Mall. Ich war eben noch eine rauchen ganz kurz und habe in der Zwischenzeit schon mal das Spiel ein bisschen laufen lassen. Deswegen sind hier noch ein paar Tage verstrichen. Und wir haben auch ein bisschen Geld gefarmt und wir haben hier unten ein paar Probleme. Erstens sind es immer noch die Restaurants. Ich habe nachgeguckt, ich weiß jetzt, wie wir das machen, wie wir das ändern. Dann sind die Schlangen voll. Wir brauchen also mehr Schlangen. Das heißt, ich werde nach hier oben doch nochmal erweitern und das hier vielleicht wegpacken. Oder ich lasse das stehen und erweitere nur hier ein bisschen. Ich weiß es noch nicht genau. Und wir brauchen mehr Parkplätze. Das ist mir eben aufgefallen. Heilige Kacke. Außerdem haben wir 200 Kassen. Oh. Nice. Und 10.000 Daily Profit? Alter, was? Oh, lol. No Project has been. Ach so, ja, klar. Genau. Okay. Gut, dann kümmern wir uns erstmal. Ach ja, und wie wir den Müll wegkriegen, weiß ich jetzt auch. Und zwar müssen wir Roadwork. Hier. Garbage Pickup. Erstmal den hier entfernen. Achso. Zack. Und so einen machen. Genau, dann parken da nämlich die Müllwagen. Soweit ich das weiß. Genau. Und unser schöner Hausmeister kann jetzt erst den Müll wegbringen. Das ist das Ding. Und würde ich sagen, machen wir erstmal auf Pause kurz. Und erweitern das hier gleich mal. Remove Walls und so. Ja, achso, wir müssen noch trotzdem ein bisschen weiter. Okay. Das muss nämlich weg. Genau, mach das mal weg. So. Dann brauchen wir hier. Ich weiß gar nicht, wie groß ich das machen sollte. Foundation. Damit hier noch ein paar Kassen hinkommen, ne? Ich mach das mal 16x15. 16x16 habe ich nicht mehr genug Geld für. Okay, machen wir es so. Damit wir genug Platz haben. Hier muss eine Wall noch hin. Können wir hinten nämlich nochmal alles voll mit Kassen machen. Können zwar vielleicht ein bisschen. Ja. Weiß nicht. Komisch gelegen sein, aber egal. Außerdem haben wir, glaube ich, dafür gar nicht mehr genug Geld, ne? Haben wir eigentlich neue Sachen? Nee, ne? Doch! Media Toys. Oh, nice. Okay. 4 davon. Das heißt, wir bauen nochmal so eine Dings hier hin. 4 Regale davon. Irgendwie hier hinbauen. Sehr gut. So, und der. Unser Müllmann kommt später, erst um 9, ne? Oder? Nee, er macht schon sauber. Okay, er bringt den Müll raus. Perfekt. Ach, perfekt. Okay, das ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Alles klar, dann können wir jetzt erstmal. Was wollte ich denn machen? Genau, diese waren das, ne? Genau. Hier nochmal 4 Stück hinhauen. Ach, Objects und Kassen. Checkout-Counter. Mache ich das hier so hin? Ich glaube, ich mache das so, immer versetzt. Ja, ich glaube, so mache ich das. Hier eine hin. Oh. Nein, fuck. Mach die nochmal weg. Genau.
Okay, select erstmal. Ey. Select. Books. DVD Blu-rays. Musik-CDs. Videogames. So, haben wir hier vielleicht nochmal was Neues? Nee, ne? Nee, okay. Die hatten wir schon. Tables vielleicht. Auch nicht. Okay. Bei den Kleiderständern vielleicht was Neues? Nein. Okay. Gut. Bild. Objects. Hier und hier dann. So, so, so. Dann ist der nämlich hier. Hier, hier, hier. Hier, hier und hier. So, dann dürften wir jetzt eigentlich genug Kassen haben. Wir können hier hinten noch ein bisschen was hinstellen. Irgendwie ein paar, Objects. War, glaube ich, vielleicht ein bisschen viel. Achso, genau, ich muss hier noch Store. Das hier gehört noch mit zum Store. Genau. Oh, Moment, ich muss... Ah. Das auch nochmal wegmachen, bitte. Nein, was, hä? Ach komm schon, ist das dein Ernst? Wieso hat er die denn jetzt? Habe ich die aus Versehen angeklickt? Wollte ich gar nicht. Manu. Okay, wir brauchen auf jeden Fall jetzt... Wir haben neue Kassierer. So, nee. Ich muss gleich, wenn der Laden schließt, muss ich einmal auf Pause machen. Um das hier alles nochmal neu einzuteilen. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15 Kassierer. Ah. Okay. So, wir können aber... Eigentlich können wir hier Tables nochmal hinmachen, ne? Oh, wir haben kein Geld. Ha! Aber wir kriegen ja gerade wieder ein bisschen was. Kommt ja gerade wieder ein bisschen was rein. Wir haben... Achso, hat sich ein... Okay, weg. Gut. So, komm. Laden schließt gleich. Die Schlangen sind immer noch voll, Alter. So, gut. Achso, erstmal noch kurz weiterlaufen lassen, ja. Haut mal alle ab. Genau. Super, sind jetzt alle weg, glaube ich. So, wir haben 9000 Geld. Haben wir hier nochmal ein paar Tische hin? Ups, nein, der muss weg. Zack, zack. Damit sich hier nochmal... Genau, damit hier noch ein paar Sachen hinkommen können. Damit das nicht so leer aussieht. Können wir hier oben doch nochmal ein paar Paletten hinmachen. Machen wir es mal so. Damit es halt nicht komplett leer aussieht. 4 Paletten brauchen wir auch. Passt alles. So. Manage. Den Store managen. Und zwar müssen wir hier bei den Kassierern erstmal, genau. Wir brauchen Kassierer. Er hier. Wir brauchen also insgesamt... 2, 3, 4, 5, 6 und jetzt 15 Kassierer. Oh, 15 Kassierer. Heilige Scheiße, wie viel haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Also 3 Kassierer brauchen wir noch und die werden dann ganztags arbeiten. Zwar muss der arbeitet für 16. Der Store hat wann offen?
7 bis 22 Uhr, ja. Dann arbeitet der von 7 15 Stunden und kriegt dafür seine 20 Dollar. Genauso wie der hier. Wie gesagt, wir haben dann so viele Kassen und so viel... Ja. Ich will es nur ausprobieren erstmal. Wenn wir dadurch viel zu wenig Profit machen, viel zu viel Geld ausgeben, sag ich mal, also viel zu sehr ins Minus geraten, dann muss ich das wieder irgendwie umändern. Aber so haben wir dann genug Kassierer. Ich muss gleich noch ein paar dazu nehmen, ne? Stimmt. 15 Stunden, hier für dein Geld. Hier kriegst 20, zack. 20 und 7. Bist durch. Und 7. Ah, warte mal. In der Mittagszeit haben wir eigentlich kaum Verkauf, ne? Egal. So, du nochmal von 7 bis 22 Uhr, kriegst dafür 20 Dollar. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. Hire Cashier. So. Manuell. 20 von 7 bis 15 Uhr. So, das waren jetzt 13. Kassierer. 14. Und Kassierer. Ist der am besten, ne? 30, ja. 15. Guck mal, der arbeitet sogar schon bei 17. Gerne komplett. Oh, das muss ich auch nochmal. Liebe 18, okay. 17, oh, super. Sehr, sehr geil. Auch bei 18. Auch bei 18, okay. Das ist natürlich gar nicht mal so bad. Wenn die dann... Oh, okay. Die will ab 19. Auch 19. 19. Okay. Okay, die wollen alle ab 19. Oh Gott. Ach, schade. Also je länger die wahrscheinlich arbeiten bei uns schon, desto mehr wollen die. Schätze ich jetzt mal. So, wir brauchen aber... Wir haben... Ja doch, reicht im Stockwork sogar, oder? Ja doch. Bis 15 Uhr. Kriegt 15 Dollar. Um 14... Ist 18 Uhr. Kriegt auch 15, okay. Und ja, bis 7, bis 15 Uhr, okay. Kriegt 14 Dollar. Und kriegt 14 Dollar. So, ich denke, das passt jetzt alles so. So, was haben wir denn? Hier haben wir ja noch, ne? Genau. Bilder. Latschen wir den auch mal hoch. Wir machen mal die Satisfaction komplett auf 100 bei jedem. So. Auch mal hochziehen, genau. Vielleicht arbeiten die noch besser, keine Ahnung. Oh Gott, der Janitor, Alter. 15. 15, so. So, gut. Es dürfte passen so. So. Das muss erst auch noch gebaut werden. Genau, bau das mal. So.
Und... ja, Washing Machines haben wir gar nicht. Stand da nur noch, okay. Zack und zack. Hier, was haben wir denn hier so? Essen oder Elektronik? Ich glaube, wir machen 3-3. Also, Food, Fresh Fruits, Vegetables und Fresh Bread. Hier machen wir mal, Smartphones sind gut. Gaming-Konsolen und Laptops. Und Laptops. So, dann dürfte das erstmal passen. Dürften wir eigentlich genug haben, muss ich sagen. Wir brauchen halt mehr Parkplätze noch. Das heißt, ich kann erstmal Customers Parking nochmal hier ein bisschen hinmachen. Haben wir da nochmal ein paar mehr Parkplätze. Und dann müssen wir halt hier oben erstmal demnächst erweitern. Und zwar erweitern wir das hier zu einem Restaurant. Von... nee, nicht der Größe. So, warten wir jetzt erstmal. Wir brauchen wieder ein bisschen mehr Geld. Gut. Schön warten. Songs, Queues voll kann ich erstmal wegmachen und Parking will ich auch mal wegmachen. Um zu wissen, ob das gleich wiederkommt oder ob wir wirklich genug Leute haben. Wie es aussieht, ja. Die Schlangen sind nicht mehr so voll. Sie geht erstmal hier unten an eine Kasse, anstatt hier oben an eine Kasse zu gehen, okay? 62 Leute, okay. Oh, wir haben 50 totale Sales. Nice. Sehr geil. Ja, hat sich die Waschmaschine gesnackt. Ach, das ist nur eins von den... ah. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall nochmal mehr Paletten. Ich werde das nach hier oben nochmal erweitern und hier überall Paletten hinstellen, glaube ich. Dann eine Reihe voll mit Waschmaschinen. Ja, vier Reihen am besten so. Hier eine... Eine. Das passt sogar perfekt, okay. Ich glaube, das mache ich jetzt schon. Haben wir nicht genug Geld? Ach, Mensch. Ich glaube, jetzt haben wir zu viele Kassen, ne? Ich könnte die ja eigentlich schon mal alle wegreißen. Und drei Kassierer feuern. Denke ich jetzt einfach mal, was ist hiermit los? Jetzt nicht mehr, okay. Wir haben 6.000 Profit gemacht, 500 Sales. Das waren heute unsere... ja, gut. Ich weiß ja nicht, wie das gleich aussieht. Ab 0 Uhr wird das ja im Minusbereich gehen wahrscheinlich. Aber wie viel wir... ja gut, das geht eigentlich. Ne? Eigentlich können wir so lassen. Eigentlich können wir das so lassen. Dann machen wir jetzt erstmal nochmal... hier eine Foundation. Und es sind nur Restaurants. Schlangen sind nicht mehr voll, Restaurants sind voll, alles klar. Sehr geil. Dann können wir das hier nochmal wegmachen. Dann mache ich das nämlich gleich hier alles hin. Könnten hier nochmal ein paar Mülleimer gebrauchen, ne? Oder? Ach nö. Doch hier. Hier in die Ecke können wir gleich einen Mülleimer, glaube ich, stecken. Ich weiß es noch nicht. Objects. So, machen wir hier gleich eine Reihe voll damit. Und dann machen wir das hier, hier, hier und hier. Das passt. Kosten die auch nur 50? Nein, das muss weg. Hier komplett hinmachen, bitte. So. Hier einmal komplett machen. Und dann hier gleich. Zack, 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 zack. Und hier die vier gleich noch. Können wir hier nochmal zwei Mülleimer hinstellen. Dann passt das schon irgendwie.